Herr Präsident, werte Kollegen, man muss Gesetze kompliziert machen, dann fällt es sich nicht so auf, so neuerdings unser Innenminister. Eben doch, Herr Seehofer. Diese Gesetzesänderungen zum Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft sowie des Einbürgerungsverbotes bei Mehrfachehen der Bundesregierung greifen zu kurz. Obwohl die Bundesregierung für die notwendigen Änderungen Jahre Zeit hatte, scheinen diese Änderungen mit der heißen Nadel gestrickt, um kurz vor der Sommerpause eine Handlungsfähigkeit der Großen Koalition vorzugaukeln. Richtig ist es, dass Deutsche mit doppelter Staatsangehörigkeit ihre deutsche Staatsangehörigkeit verlieren müssen, wenn sie sich als Touristen betätigen. Aber Ihr Gesetzentwurf verwendet eine überflüssig große Zahl unbestimmter Rechtsbegriffe, verzichtet auf eine Anbindung an das Strafgesetzbuch, was rechtsdogmatisch wünschenswert wäre, und privilegiert Täter, die in Deutschland terroristische Akte vollziehen, da denen nach Ihrem Gesetzesentwurf nicht die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen wird. In der Neufassung des § 28 haben Sie in letzter Minute den unbestimmten Begriff Terrormiliz nebst umständlicher Legaldefinition ersetzt durch den Begriff terroristische Vereinigung und formulieren halbherzig wie folgt: Die deutsche Staatsangehörigkeit verliert, wer sich an einer Kampfhandlung einer terroristischen Vereinigung im Ausland konkret beteiligt. Aber wenn Sie richtigerweise den Begriff der terroristischen Vereinigung aus dem Strafgesetzbuch übernehmen, dann doch bitte in aller Konsequenz, wie dies der Gesetzesentwurf der AfD macht, für den ich hier werbe. Wir fügen einen neuen 28a ein, in dem formuliert wird: Ein Deutscher, der freiwillig eine Vereinigung im Sinne der Vorschriften aus § 129a und b Strafgesetzbuch, sei es im Inland oder auch im Ausland, gründet oder sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, verliert die deutsche Staatsangehörigkeit. Dadurch wird der Tatbestand in dreierlei Hinsicht deutlich weiter, aber auch klarer gefasst. Erstens würde die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung genügen und zweitens im Sinne des Strafgesetzbuches durch ihre Ziele und Pläne definiert und nicht auch noch objektiv paramilitärisch oder bewaffnet sein müsste und drittens auch inländische terroristische Vereinigungen umfassen würde. Denn es kann niemand einleuchten, dass man seine Staatsbürgerschaft verlieren soll, wenn man zum Beispiel beim Islamischen Staat mitmacht, nicht aber, wenn man in Deutschland sich einer terroristischen Vereinigung anschließt. Terroristische Vereinigungen sind eine reale Bedrohung in Deutschland. Dafür spricht die steigende Zahl der islamischen Menschen, deren über Generationen hinweg eher abnehmende Assimilationsbereitschaft und der weltweite Trend zu einer immer strengeren und politischeren Auslegung des Islam. Auch beim Verbot der Einbürgerung von Ausländern, die in Mehrfachehen leben, greift der Gesetzentwurf der Bundesregierung zu kurz, nachdem das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, dass einem Einbürgerungsanspruch nach 10 Staatsangehörigkeitsgesetz eine Mehrfachehe nicht entgegensteht. Diesen Missstand will die Bundesregierung dadurch lösen, dass sie § 2 dahingehend ergänzt, dass der Einzubürgende nicht mit mehr als einer Person verheiratet ist. Eine zusätzliche Ergänzung von § 8 sei nicht erforderlich. Der Erwägung, dass eine Einbürgerung grundsätzlich ausgeschlossen ist, wenn mehr als eine Ehe vorliegt, sei im Rahmen der Ermessenseinbürgerung nach § 8 bereits berücksichtigungsfähig. Diese Ermessensentscheidung beruht auf der Formulierung, dass gewährleistet ist, dass Ausländer sich in die deutschen Lebensverhältnisse einfügen. Meine Damen und Herren, eine unbestimmte Formulierung unterliegt dem Wandel der Zeit und der Rechtsprechung. Im Sozialrecht ist die Mehrfachehe längst angekommen. Es werden für die Ehefrauen 2, 3 und 4 nebst Kindern einfache Bedarfsgemeinschaft 2, 3 und 4 gegründet, die der Steuerzahler zu finanzieren hat. Ja, öffentlich bedanken sich Ausländer bei Mama Merkel, dass ihnen das deutsche Sozialsystem erst die Mehrfachehen finanziell ermöglicht. Es gibt keine Statistiken, wie viele Mehrfachehen tatsächlich in Deutschland bestehen, aber es dürften in den Ballungszentren in Berlin, Bremen und Nordrhein-Westfalen sehr viele sein. Wie lange dauert es noch bei der andauernden Massenmigration, dass uns ein oberstes Gericht, notfalls der EuGH natürlich, sagt, dass auch die Mehrfachehe zu den deutschen Lebensverhältnissen zählt? Deshalb werbe ich für den Gesetzentwurf der AfD, der in § 8 des Staatsangehörigkeitsgesetzes ausdrücklich festschreibt, dass eine Einbürgerung bei Mehrfachehen ausgeschlossen ist. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat das Wort die Kollegin Dr. Eva Hödel.